Das ist eine Kurbel. Noch mehr Potenzial für noch mehr dramatische Wendungen. Oh, du sagst es, Rufus. So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Deponia. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer euer Omnibusfahrer. Ja, wir haben jetzt hier diesen komischen Clever Bite und aktuell keine Ahnung, wie ich weitermachen soll. Wir haben hier den Stock, den nehme ich nochmal. Na los, ich habe gerade ein Stöckchen geworfen und du bist ein Hund. Also, was tut ein Hund in einem solchen Fall? Ich warte darauf, dass sie sich noch mehr zum Affen macht. Nö, falsch. Du apportierst den Stock. Oder bist du dazu zu blöd? Warte, ich mache es dir vor. Oh Junge, das hast du nicht wirklich gerade getan, oder? Ich werde nicht mehr. Ja. Okay. Warte mal, jetzt muss ich hier bloß ein bisschen leise drehen. So. Gut, dann sollte es passen. Wir haben ein Isolierband, das nehmen wir mal. Vielleicht kann ich ihn damit die Schnabel zukleben. Da ist eine Lampe drin. Vielleicht ist ja die Fassung lose. Da Capo! Da Capo! Vielleicht muss ich so viele lustige Sachen machen, dass der vor Stromding jetzt umfällt. Aber wir haben ja ein Isolierband, da können wir ja die Lampe dann isolieren. Vielleicht damit. Ist ja die Fassung lose. Ach, du sollst da nicht hinlangen. Da Capo! Farbeimer? Kann ich dir mitnehmen? Ausgerechnet weiß. Der Spielverderber unter den Farben. Nee. Das ist eine Kurbel. Noch mehr Potenzial für noch mehr dramatische Wendungen. Oh, du sagst es, Rufus. Irgendwie habe ich da kein so gutes Gefühl. Entschuldigung. Heute übrigens mit etwas anderem Aufnahmesetting. Probiere ich mal aus, wie das so läuft. Ja, hier haben wir jetzt noch irgendwas die Lampe. Scheint mit dieser Lampe nicht zu stimmen. Die flackert andauernd. Kann ich den da vielleicht zukleben? Na schau mal, was ich hier Feines habe. Tja, ich dachte mir schon, dass er ihn beißen wird. Kann ich vielleicht mit Isolierband den Stock umwickeln? Isolierter Stock. Und dann die Diese Kurbel. Idee fehlt noch der richtige Dreh. Dieser Idee fehlt noch der richtige Dreh. Dann probieren wir mal den Stock mit der Lampe aus. Genau. Dieser bellende Mülleimer hält sich vielleicht für schlagfertig. Aber gleich werde ich ihm zeigen, was Schlag... Wann der Schlag fertig ist. Was so ein Schlag... Ach, egal. Irgendein geniales Wortspiel mit Schlag halt. Schlag. Wegen elektrischem Schlag und so. Ach, Rufus, du brauchst keine Pointe, um brillant zu sein. So, und jetzt hast du die Lampe kaputt gemacht. Isolierter, elektrisch aufgeladener Stock. Ach so. Diese Idee fehlt. Okay, funktioniert nicht. Dann nehme ich den da mal und hau mal dem Bein eins drauf. Jetzt wird er sein blaues Wunder erleben. Hey! Was ist los? Gibst du etwa schon auf? Ja, du hattest recht. Diese Stöckchen-Sache ist einfach zu hoch für mich. Du verblödete Gullitöle. Ja, so geht das. Du nimmst den Stock in den Mund. Oh, Junge. Ich werde nicht mehr. Oh, Junge! Ja, so geht's natürlich auch. Und dann gehen wir mal rein in die drei Fragezeichen. Blechbüchse.
So, dann stecken wir mal die Kurbel zwischen die zwei Elektroden. Keine Ahnung, was wir dann machen. Ein wenig mehr Power kann hier bestimmt nicht schaden. Spiel nicht an den Geräten herum. Wenn du nicht aufpasst, könntest du ein Wurmloch erzeugen. Mecker, mecker, mecker. Kommt mir die Stimme nicht auch bekannt vor? Ob da wohl Saft drauf ist? Was ist denn da draußen los? Hören Sie auf, an den Geräten herumzuspielen und kommen Sie rein. An irgendwen erinnert mich das die Stimme. Das ist ein Techno-Flux-Induktor-Dingens. Sowas erkenne ich sofort. Nein, das ist ein Fluxkompensator. Und da steht eine Uhr. Es ist Zeit für ein weiteres brillantes Manöver. Plus minus 10 Minuten. Oh, Rufus, du und deine Ideen. Die enden doch nie gut. Nicht nötig. Ich habe alle Zeit, die ich brauche. So geht's natürlich auch. Ich muss trotzdem ein bisschen leiser machen, das Ding. So. Nicht nötig. Ich habe alle Zeit, die nicht er braucht. Nicht nötig. Okay, haben wir hier sonst noch was zu sehen? Hier unten eine Batterie oder sowas? Nur Elektroden. Da unten die Elektroden. Kann ich hier sonst noch was machen? Nur die Uhr und die Elektroden. Na, dann gehen wir da mal weiter. Mal schauen, was da drin ist. Ach. Hey, Doc. Rufus. Endlich. Bol hat es diesmal ganz schön erwischt. Aber wie ich sehe, hast du alles im Griff. Ich gehe da mal Boso suchen. Er sagte was von einer Spelunke. Das Implantat ist schwer beschädigt. Ich muss sofort operieren. Es gibt nur ein Problem. Der Datenträger wird die Prozedur nicht überleben. Und das ist schlecht. Naja, ihr ganzes Bewusstsein ist darauf gespeichert. Ihre Erinnerung, ihr Charakter. Die Aufstiegscodes. Ich kann die Daten retten, aber ich brauche einen Satz leerer Datasetten. Und diese Datasetten sind schwer zu bekommen, ne? Wo? Das hier ist der schwimmende Schwarzmarkt. Hier bekommt man einfach alles. Und Hirnimplantate sind der neueste Schrei. Ich habe gerade neulich wieder eins eingebaut. Du bekommst die Datasetten im Gadget-Shop. Was? Wieso ich? Weil ich die Operation vorbereiten muss. Und ich muss mich mit den lokalen Gepflogenheiten auseinandersetzen. Boso sagte was von einer Spelunke. Rufus. Ist ja schon gut. Die Datasetten gibt's also im Gadget-Shop. Er ist direkt am Hafen. Noch vor dem Stadttor. Lass sie einfach auf meinen Namen anschreiben. Aber achte ja darauf, dass du die guten Datasetten kaufst. Die billigeren verursachen nur Probleme. Ist ja dein Geld. Woran erkenne ich die guten von den schlechten? Na gut, der Verkäufer wird mir dann schon die guten geben, hoffe ich. Ja, er kann die Daten retten und braucht einen Satz leerer Datasetten. Wie hat er denn gesagt? Und was sich reimt, ist gut. Doc? Die Datasetten gibt's... Ist die Relation aber acht... Die Datasetten... Doc, anschauen. Na, ob der das wohl hinbekommt? Nicht ohne meine Hilfe, so viel steht mal fest. Ach, Rufus. Goal? Goal! Sie kann dich nicht hören, Rufus. Kein Problem. Ich weiß, was zu tun ist. Alles, was ich brauche, ist Batteriesäure, Schießpulver, Stierblut. Oder du bringst mir einfach die Datasetten, wie ich es dir aufgetragen habe. Mal sehen. Sie ist fast immer bewusstlos, wenn wir uns über den Weg laufen. Ob es da einen Zusammenhang gibt? Ach, Unsinn. Tja, dann denk mal drüber nach, Rufus. Tiefkühltruhe, vielleicht ist da was zu essen drin. Wir schauen jetzt einfach alles nach und ich soll vielleicht meine Uhr einschalten. Und? Ist da was drin? Nein. Dann mach sie wieder auf. Dann mach sie wieder zu. Haben wir hier sonst noch was? Ah, hier Batterie, Schilder, verschiedene. Kann ich aber nicht anklicken. Da ist eine Schublade. Mach mal auf, mal schauen, was drin ist. Erst kauen. Das sollte ein Hinweis sein, dass du nicht in meinen Sachen herumschnüffeln sollst. Hinweis gehört und ignoriert. Rufus. Ist ja schon gut. Hinweis gehört und ignoriert. Sehr gut. Was haben wir hier noch? Da eine Ding. Schauen wir mal. Leertaste. Da ist ein Knopf, ein Schalter. Oh, was können wir denn da machen? Die Tiefkühltruhe einschalten oder was? Machen wir die Tiefkühltruhe-Schalter. Und jetzt hast du da Eis drin. Ja, gut. Kriegen wir nicht. Schraubenzieher mit Tiefkühltruhe. Ich komme darauf zurück, wenn ich ein paar Eiswürfel für meinen Drink brauche.
Aha. Kurbel mit Ich komme darauf zurück. Macht er nicht. Okay, dann gehen wir raus. Hier ist ja sonst nichts mehr zu sehen. An der Uhr rumschrauben. Ich habe scheinbar zu viel Zeit, dass ich schon anfange, an Docs Uhren rumzuschrauben. So, jetzt ist es wieder so angenehm knapp wie immer. Aha. Okay. Okay, gehen wir wieder raus und holen uns mal den Satz leeren Datasetten. Und dazu müssen wir vor Docs Werkstatt. Sehr schön. Hey, du! Wer? Ich? Nein, wir reden mit dem Pferd, das dir hinterherläuft. Wir haben dich beobachtet. Wir wissen, was du vorhast. Da bist ihr mehr als ich. Neuigkeiten verbreiten sich schnell auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Du hast ja etwas sehr Wertvolles. Es darf nicht in die falschen Hände geraten. Und eure Hände sind die richtigen. Sagen wir einfach, wir sind Freunde. Wir sind die Guten. Wir kämpfen gegen die Unterdrückung durch den Organon. Tod dem Organon. Der Organon plant etwas. Etwas Unaussprechliches. So unaussprechlich, dass wir nicht darüber reden können. Wir müssen los. Wir haben schon zu viel erzählt. Aber wir kommen wieder. Und dann holen wir uns, was uns zusteht. Sprich mit niemandem darüber. Sei auf der Hut. Und vergiss nicht, wer deine wahren Freunde sind. Tod dem Organon. Tod dem Organon. Was war denn das jetzt? Ja. Was für ein hässliches Nest. Das muss zu einem extrem hässlichen Vogel gehören. Pass auf, der holt dich jetzt wahrscheinlich gleich. Karte. Doc. Ach, und da bin ich. Ja, dann gehen wir doch zum Doc vor. Wen haben wir denn da? Wenn das nicht der Neuankömmling ist, von dem alle reden. Tun Sie das? Wird ja auch Zeit. Die Geschichten von meinen Heldentaten sind alle noch untertrieben. Wir sind nicht interessiert an Märchen. Du hast etwas, das wir haben wollen. Zu dumm. Mit gutem Aussehen muss man geboren werden. Wir reden von den geheimen Aufstiegscodes. Die Aufstiegscodes? Nur über meine Leiche. Wartet, lasst mich das umformulieren. Oh oh. Au! Autsch! Ei! Er hat sie nicht dabei. Er ist wohl doch nicht so dumm, wie er aussieht. Und was machen wir jetzt? Wir sollten der Donner Bericht erstatten. Nette Leute trifft man hier. Ich sollte etwas bescheidener auftreten. Rufus und bescheiden. Na, ob das was wird? Aha, da könnten Datasetten sein. Herzlich willkommen in Gilligan's Gadget Garten. Es bedient Sie Ihr Shop-O-Mat 2000. Wie kann ich Ihnen helfen? Doc schickt mich, um einen Satz Datasetten abzuholen. Aber natürlich, wir haben zurzeit zwei unterschiedliche Marken im Sortiment. Die erste Sorte heißt Platinum Proof Professional. Sie sind etwas teurer, haben dafür aber die bessere Qualität. Es gibt aber noch eine billigere Sorte. Cowboy Dodos lustige Allzweck-Datasetten. Sie sind zwar qualitativ nicht ganz so hochwertig. Dafür gibt es einen bunten Lolli gratis dazu. Ein Lolli? Also, welche Marke darf es denn sein? Platinum Proof natürlich. Sind es auch wirklich die guten Datasetten? Natürlich. Immerhin geht es hier um Golds Bewusstsein. Na, dann kann es ja losgehen. Mhm.
Hat es funktioniert? Ich weiß nicht. Irgendwas stimmt nicht. Rufus? Na ja, klar. Warum drängt sich eigentlich immer, wenn ich dich sehe, dieselbe Frage auf? Wer ist der gut aussehende Typ in dem Mantel? Wo bin ich hier? Weil dich meine magnetische Ausstrahlung orientierungslos macht. Im Ernst, wohin hast du mich diesmal verschleppt? Und warum stinkt es hier so? Das ist hier der schwimmende Schwarzmarkt. Du bist in Sicherheit. Sicherheit? Rufus, ich war gerade auf dem Weg nach Elysium. Okay, schon, aber mit dem Falschen. Cletus wollte mir helfen. Und du traust diesem verlogenen Schmierlappen? Tja, wem glaube ich wohl eher? Meinem Verlobten oder seiner billigen Imitation? Was ist denn bloß los mit dir? Was los ist? Ich wache auf und finde mich in einem stinkenden Folterkeller wieder. Das ist los. Mich juckt es bereits überall, nur weil ich diese schadstoffverseuchte Luft atmen muss. Oh, mir wird übel. Ich muss hier raus. Sie ist ganz schön sauer. Das täuscht. Ich habe eine gewisse Wirkung auf temperamentvolle Frauen. Sie werden temperamentvoll? Sehr witzig. Aber sie kam mir tatsächlich ein wenig biestig vor. Bist du sicher, dass du bei ihr nichts durcheinandergebracht hast? Ich glaube, ich habe tatsächlich eine Erklärung. Die Datasette wurde nicht vollständig beschrieben. Fast so, als wären es die Billigen gewesen. Nicht billiger als deine Ausreden. Wie es scheint, wurde ihr Bewusstsein in drei Teile gespalten. Die Frau, die da gerade aus dem Labor gestapft ist, ist also nur ein Teil von Goal? Und nicht der angenehmste, wie ich hoffe. Echt mal, Doc. Ich dachte, du bist ein Fachmann. Es ist nichts, was ich nicht wieder reparieren ließe. Dazu brauche ich allerdings alle drei Datasetten. Also auch die, die jetzt gerade in ihrem Implantat steckt. Außerdem kann ich den Eingriff nicht ohne die Unterstützung der Patientin vornehmen. Also müssen alle drei Teile von Goal kooperieren, bevor ich mit der Operation loslegen kann. Na, so wie die gelaunt ist, ist sie bestimmt ganz begeistert, sich nochmal den Schädel aufklappen zu lassen. Ja, vielleicht fängst du lieber mit einem anderen Teil ihres Charakters an. Hä? Nimm die zwei Datasetten, die noch im Auswurfschacht liegen. Und das hier. Was ist das? Eine Fernbedienung? Nicht ganz. Siehst du das Fach an der Rückseite? Leg einfach eine der anderen Datasetten ein und drück den Knopf, wenn du in Goals Nähe bist. Sag ich doch, eine Fernbedienung. Es ist schon etwas komplizierter. Die Daten werden in einen Puffer geschrieben und... Ich kann zwischen zwei Charakteren hin und her zappen. Nein. Ja. So ähnlich, aber... Wie bei einer Fernbedienung. Genau. Wie bei einer Fernbedienung. Cool. So eine hätte ich mal für Toni haben sollen. Beeil dich, Rufus. Je länger sich die einzelnen Charaktersplitter an ihre Selbstständigkeit gewöhnt haben, umso schwieriger wird es, sie zur Operation zu überreden. Suche Goal und überzeuge sie. Alle drei Teile von ihr. Ich bereite hier schon einmal alles Weitere vor. Na dann, auf geht's. Oh Rufus, warum bringst du dich immer wieder in Schwierigkeiten? So, die Datasetten in die Fernbedienung rein. Die Datasette passt schon mal. Jetzt muss nur die Fernbedienung noch funktionieren. Dank meines Charmes wird der Rest dann ein Kinderspiel. So eine hätte ich mal für Toni haben sollen. Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwie hat die Goal die Stimme von der Toni. Na, dann suchen wir mal die Goal. Codex Werkstatt, na hoffentlich passiert uns dann da nichts. Die Goal könnte sonst wo sein. Schauen wir nochmal auf die Karte. Wir können jetzt nur vor zum Dock oder hier hinten verlassen. Hier kann ich aber sonst nirgendwo hin. Doch, da kann ich raufgehen. Oder muss ich die Dinge freischalten irgendwie? Rohr öffnen? Wer auch immer dieses Rohr designt hat, hat
eine erfrischende Respektlosigkeit gegenüber jedem Sinn für Effektivität an den Tag gelegt. Aha, da willst du es reinklettern. Test, test. Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage. Ein Komet nähert sich dem schwimmenden Schwarzmarkt. Ich wiederhole, ein Komet nähert sich dem schwimmenden Schwarzmarkt. Um eine Panik zu vermeiden, sollten Sie den Freitod als Option in Betracht ziehen. Oh, Rufus, du hast auch nicht alle Tassen im Schrank, oder? Na super, jetzt ist das Rohr zu. Aber gebracht hat es mir gar nichts. Ich lasse es wohl lieber erstmal auf und behalte das für den Fall der Fälle im Hinterkopf. Aha. Damit lässt sich das Rohr verschließen. Im Augenblick ist es auf. Sehr schön. Was haben wir hier sonst noch? Eine Tür. Mach sie mal auf. Vielleicht ist das die Spelunke, die er meint. Was denn jetzt schon wieder? Ich hab doch gesagt, ich verleihe nichts an Nachbarn. Dann müsst ihr euch auch nicht wundern, wenn statt Milch Blausäure... Was zum... Wer bist du denn? Ich geh dann mal wieder. Ich glaube, ich hab mich verlaufen. Ich glaube, ich hab mich verlaufen. Das glaube ich allerdings auch. Aber ich habe eine gute Nachricht. Oft wird dir das nicht mehr passieren. Weil ich den Weg dann kenne, nicht wahr? Eher, weil dir dann die körperlichen Voraussetzungen fürs Laufen fehlen werden. Ich hätte gerne ein Messer. In den Bauch oder ins Auge. Kannst du beides haben. Was hast du denn so im Angebot? Im Moment hauptsächlich Stich- und Schnittwunden für nervende Hausierer. Toll hat die Waldfee. Findest du es klug, so mit potenziellen Kunden umzuspringen? Du willst ein potenzieller Kunde sein? So wie du rumläufst? Sei froh, dass ich dich noch nicht erschossen habe. Mit Betonung auf noch. Dann geh ich mal wieder. Und wehe, du gehst mir noch mal auf die Nerven. Uiuiuiui, die ist auch ganz schön unfreundlich. Okay, haben wir hier noch was? Ja, da können wir rausgehen. Dann lass uns mal hier entlang gehen. Mal schauen, was uns da erwartet. Was ist denn das da? Ich habe doch da gerade was gesehen. Da, Turnierhand. Hä, Turnierhand? Das hier ist offenbar eine richtige Hand. Von Würfelspielen halten die hier wohl nichts. Aha. Was haben wir noch? Die Karte. Ah, jetzt habe ich das ja auch entdeckt. Was ist denn das hier, die drei Fragezeichen? Und ein Periskop. Oh, der schon wieder. Hey du, was schleichst du hier rum? Meinst du etwa mich? Natürlich meine ich dich. Oder hast du noch einen unsichtbaren Kumpel dabei? Ha, wenn ich einen Kumpel dabei hätte, wäre der bestimmt nicht halb so unsichtbar wie ich. Denn ich bewege mich unauffällig wie ein Ninja. Hi-ja! Von wegen. Bei deinem Getrampel würde ich dich selbst dann noch bemerken, wenn du durch den goldenen Drachen der Unsichtbarkeit aus Gilligans Gadgetshop getarnt wirst. Ha, was ein echter Ninja ist, der braucht doch keine Gadgets. Ich kann mich jederzeit mittels meiner geheimen Stealth-Kräfte in Luft auflösen. Dann tu das bitte. Ich will dich hier nicht mehr sehen. Verstanden? Okay. Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Sieht wohl so aus. Wenn ich jetzt aufs Periskop klicke, wird mir das nicht weiterhelfen. Ach nee, wenn jemand zuguckt, kann ich nicht. Ach, okay. Nein, du sollst doch nicht. Was ist denn das für eine Antenne? Da lass mal sehen, was ist denn das für eine Antenne hier. Upsi, warum passiert mir das eigentlich immer bei Antennen? Warum reißt du die Antenne ab, Rufus? Kann ich da was basteln? Irgendwas Nützliches muss ich daraus doch basteln lassen. Ein höhenverstellbarer Tennisschläger. Schraubenzieher, Fernbedienung. Das war definitiv eine Schraube locker, aber Lockerheit ist ja an und für sich was Schönes. Lass dir bloß nicht einfallen, die Schrauben hiervon zu lockern. Halt, falsche Taste. Wieder zurück. So, dann haben wir hier weitere drei Fragezeichen. Da gehen wir nochmal hin.
Und hier sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Den kennen wir doch auch irgendwo her. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss, euer Busfahrer. So, dann war's das auch schon wieder für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch auch diesmal wieder Spaß gemacht zuzuschauen. Und wenn ihr noch weitere Videos sehen wollt, dann schaut doch einfach mal rein in meinen Kanal. Ob ihr was findet in der entsprechenden Playlist. In diesem Sinne. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Busfahrer.